Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von eurem Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen. Heute habe ich mal wieder eine neue Herausforderung, die eigentlich genauso simpel ist, wie sie sich anhört, wenn man weiß, worum es geht. Und zwar mit einem religiösen Werkzeug einen Leichnam ernten. Wir hatten das ja schon mal, dass wir Leichname ernten sollten. Das heißt, wir müssen halt einfach nur Gegner töten, aber ein religiöses Werkzeug hatten wir noch nicht. Ich habe jetzt hier bei mir das gesegnete Mithraskreuz. Wichtig ist, dass das Ganze für eine rituelle Ernte ist, dass das drin steht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele andere Sachen es da noch vergibt, aber ich weiß mit diesem Mithraskreuz, was man in so einem Mithra-Schrein bekommen kann. Also sprich, den müsst ihr euch dann bauen und dann die Vorgaben erfüllen und dann dementsprechend hier dieses Kreuz, das könnt ihr euch dann herstellen. So, ich habe mir jetzt hier ein Menschendorf rausgesucht. Dann gehen wir auf das Kreuz und ernten das Ganze, indem wir einfach mit der linken Maustaste draufhauen. Und dann ist der Progress 1 höher. Ganz wichtig ist allerdings, dass ihr tatsächlich Menschen erntet. Ich habe es schon mit Tieren ausprobiert, da hat es leider nicht funktioniert. So, wir töten jetzt hier die Gruppe nochmal eben. Und dann einfach draufstellen mit der linken Maustaste, bis der komplette Leichnam weg ist. Einfach draufhauen. Und ihr seht, dass der Progress immer höher geht. Ja, ich hoffe, dass euch dieses kleine Video geholfen hat. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen oder euch natürlich auch noch ein weiteres Video zum Battle Pass angucken. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.